Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Und ich habe was Neues euch zu zeigen. Denn es gibt seit 6 Tagen, glaube ich, ein neues Update. Das seht ihr hier schon. Nämlich ins Licht, into the light. Was ist ein Hüter? Ich zeige euch jetzt mal die Cutscene. Was ist ein Hüter? Sind wir Götter? Wir sind mit dem Gewebe des Universums verbunden. Niemand weiß, wie lange wir leben. Wir stehen an der Seite derer, die unsere Gaben nicht besitzen. Wir kennen ihr Leben nur zu genau und ihre Sterblichkeit, trotz ihres Widerstands. Die Sterblichen leben intensiver als alle Hüter, die ich kenne. Vielleicht leben sie auch intensiver. Sie wissen, dass das Morgen ungewiss ist. Dass alles, was aus ihnen werden könnte, mit ihnen stirbt. Sind wir also Beschützer? Unsere Gaben sollten andere vor den größten Bedrohungen schützen. Die, die wir verteidigen, haben uns noch nie so sehr gebraucht. Auch wenn wir nichts tun, würden sie trotzdem sterben. Was ist ein Hüter in einem solchen Moment? Jetzt, überall in der letzten Stadt, sind die Truppen des Zeugen im Anmarsch. Unsere Grenzen werden belagert. Macht uns das zu Soldaten. Wenn wir zurückschlagen, gewinnen wir nur Zeit. Aber umgekehrt ist es undenkbar. Wir haben eine Stadt gebaut, von der niemand zu träumen wagte, mit unwahrscheinlichen Verbündeten. Wir hatten noch nie so viel zu verlieren. Diese Frage stelle ich dir. Im Angesicht unserer dunkelsten Stunde. Was ist ein Hüter? Definiere uns in diesem Augenblick für alle Ewigkeit. Ja, nachdem ihr die Cutscene gesehen habt, ist nicht schlecht. Also es geht so um Hüter, so was sind denn Hüter und ja, hier die Dunkelheit kommt und was weiß ich. Ja, ich zeige euch mal hier kurz eine Roadmap, was alles dieses Update so zeigt. Also es gibt einen neuen Spielmodi, Ansturm, es ist einfach nur so ein Wellenmodus. Dann gibt es neue Waffen, neue kann man nicht sagen, das sind halt Sunset-Waffen aus, ich glaube noch aus dem Jahr 1. Und es gibt eine neue Exo-Quest, und zwar das Whisper, ja. Die Wispern des Wurms ist wieder am Start. Ich habe sie sogar im Tresor, weil ich habe die Exo-Quest zweimal gemacht. Tatsächlich gab es da, glaube ich, einen Bug irgendwie am Ende. Also es gab ja einen Timer und am Ende irgendwie war der Timer verbuggt und ging einfach nicht mehr weiter. Ja. Und das Geile ist, wir werden jetzt erstmal in diese Halle der Champions gehen, wo man ja auch die Truhen öffnen kann und da kriegt man noch mehr Waffen und was weiß ich da. Das Geile ist, man kann direkt auf 1800 Licht leveln. Das heißt, ich kann mir sparen, noch weitere Primus-Engramme mir zu holen. Sondern kann direkt dorthin gehen und mir das sparen und einfach das alles transmocken. Hier kann man dann halt so Kisten öffnen, muss man natürlich den Rang aufsteigen. Der Shanks führt das hier. Du fürchtest keine Vorhutmission. Ja, eigentlich müsste er jetzt hier so du nicht kaputt so eine Einleitungsquest sein. Hier ist das halt auch nochmal wichtig. Hier bekommt ihr die ganzen Quests über die Waffen. Und die nehmen wir mal alle ab an. So, und hier könnt ihr eure Rüstung direkt auf 1810 Leveln. Ich bekomme kriegt sogar aus Donnerlode meine und haben Fluchtkünstler. Ich glaube, ich nehme sogar die Rüstung. Du leistest hoffentlich deinen Beitrag da draußen. Boah, die ist ja, die ist sogar nicht schlecht. Immer mehr Kämpfer gebraucht. Ich nehme jetzt erstmal die neue Rüstung. Ganz kurz in den Turm. Erstmal hier mal meine Trophäen ja einlösen und dann kriegst du die Einsiedlerspinne, die man auch noch
kennt aus früher. Ich glaube von den Kalos Event, glaube ich. So, und ich werde jetzt endlich mal hier raus, weil ich habe hier richtig wenig FPS. Gut, dann ab zum Turm. Okay, ich weiß wirklich nicht, was hier los ist, warum das hier so scheiße läuft. Ich hoffe, es liegt halt wirklich nur daran, dass ich auf dem Turm bin, weil ansonsten habe ich echt keinen Bock mehr. Jetzt halt einmal mal die kurze Klappe. So. Ja. Ja, gut. Digga, es läuft wirklich gerade echt scheiße. Ja, gut. Ich will jetzt hier raus. Bitte. Immer schön im Anschlag halten. Ich will hier raus. Mann, ich will hier raus, bitte. Gut, wir wollen endlich den neuen Modus spielen, so. Gut, wir gehen ins Licht. Es gibt zwei Varianten, einmal man spielt nur 10 Runden oder man spielt 50 Runden. Es gibt leider keinen Endlos-Modus, finde ich schade. Und in der nächsten Folge werden wir das Wispern des Wurms, also die Exo-Quest machen. Ja. Aber erstmal das neue Event. So, nach hunderten Jahren Arbeit wieder hier. Auf deinen Trupp und deine Checks, sei bitte still. Nach hunderten Jahren Arbeit hier. Konnte ich das mit den FPS wieder regeln? Es ist so anstrengend immer wieder hier. Immer gibt es irgendwo Probleme. Ja, der Modus ist halt ganz einfach so ein Wellenmodus. Und in der fünften Welle geht man dann irgendwie in die Pyramide und macht da irgendwie so ein Zeugs. Und in der 10. gibt es dann halt einen Boss. Und wenn man das in dem anderen Modus macht, wo man ja 50 Wellen macht, dann kommt das pro 10. Welle. Und hier kann man auch so Täuschkörper aufsetzen oder hier so Fallen. Man kann hier so richtig böse sein. Ich ändere mal kurz hier die Waffe, ne? Ich will die... nehmen wir mal die Pistole. Ja, so können wir es machen. Schwert, Pistole und die Einsiedlerspinne. Die ist halt wirklich eine gute Waffe. Ich könnte zwar die aufgelevelte nehmen aus meinem anderen Profil, aber nee, lass mal. Nee, lass mal. So, und die, so, es gibt halt noch so spezielle Gegner, die droppen dann halt so eine Kugel. Die müsst ihr einfach in diesen Generator reinwerfen. Ja, und wenn dieser Generator auf 0 ist, habt ihr verloren, ist ja klar. Deswegen müsst ihr ihn die ganze Zeit auf Stand halten. Bonus-Zielvorgabe aktiviert. Splitter zerstören, ja, es gibt halt auch noch so Bonusziele. Jetzt müssen wir halt so Splitter zerstören. Hier vorne gibt es zum Beispiel einen. Ich weiß nicht, wo gehen denn meine Teammates hin? Leute, seid ihr blöd? Wo geht ihr hin? Na komm, hier. Ich will auf jeden Fall diesen Granatenwerfer haben, den man bei der Kalos, beim Kalos-Event bekommen hat. Der war halt voll geil. Komm, mach den mal weg hier. Der stört. Gütchen. Und wieder ein gewonnener Kampf. Auf zum nächsten. Stimmt, ich wollte ja meinen Dingens färben. Achso, habe ich ja schon. Ich habe alles wieder vergessen, weil das so ewig gedauert hat. Boss. Der, auf einmal kommt hier so ein Dicker an. Ganz ruhig, mein Großer. Meine Waffen sind zwar noch unterlevelt, aber das macht ja nichts. Ah! Da passiert so viel. Einmal kurz aufräumen hier.
Mach richtig viel rein, Leute. Alter, waren da viele Kugeln. Ja, ich spiele eigentlich immer die andere Variante, wo man ja 50 Runden hat. Weil man natürlich viel mehr Loot bekommt. Aber hier mache ich jetzt die 10-Runden-Variante, damit das schneller geht. Mir auf die Terrasse? Nee. Ich spiele auf diese Multiplayer-Map. Merke ich erst jetzt. Au, 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 au. Gut. Ich hab die Kugel einmal rein da. So, und jetzt hier bei der fünften Welle müsste gleich so ein Portal kommen. Oder nach der fünften Welle? Oh, okay, dann war es danach. Ja, mein Aim ist ja wieder super. Jetzt verzieht euch mal. Ey, wie schnell ich die Ulti bekomme. Hä, wie geil ist das? So, genau, hier ist das Portal. Dann springt man rein. Gegner, bevor sie dich vernichten. Ja, und jetzt muss man dort hinten den da hinten killen. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, klar, machen alle so viel Schaden. Okay, er ist tot. Und dann müssen wir jetzt hier diese Ads töten. Wird einer noch? Jawohl, und jetzt müssen wir das hier einsammeln. Und mit dem Funken bist du dort jetzt dahinter. Aber da muss man halt aufpassen, da ist nämlich ein großer Boss. Der hat ein Schild. Digga, wer hat mich jetzt schon wieder eingefroren? Wer hat mich denn eingefroren? Was war das denn jetzt? Gut, dann macht ihr das da hinten halt. Ja, und dann muss man halt das Teil dann dort reinmachen, damit man den Boss töten kann. Aber der kapiert das ja nicht irgendwie. Digga, hast du den Modus nicht gespielt? Da musst du rein, du Idiot. Jawohl, er hat's kapiert. Du Gut. hast sie ausradiert. Ja, das hab ich. Gut, ich kann mir ja irgendwo ein Geschütz einbauen, das wäre geil. Dort. Ein Geschütz. Wie bei Bloons Tower Defense. Hier rauf. Nein. Oder? Ach komm, ich wieder rauf. Ah, wie unverschämt. Wir sind schon bei Welle 7. So schnell geht das.
Oh, jetzt kommen die Großen. Hey, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Immer gechillt bleiben. Wow. Nicht übertreiben, Leute. Ja, man kriegt hier aber richtig schnell die Ulti. Das muss man echt sagen. Verzieht euch! Ich mach euch eiskalt! Zack! Du hast keine Gnade gezeigt. So sollte es auf dem Schlachtfeld sein. Du hast keine Gnade gezeigt. Ich kann Shaxx richtig gut nachmachen. Mach so weiter! Und wir werden für dich einen guten Preis haben. Hallo? Wach mal auf! Es ist November, wache auf! Ja, es ist November, nein, jetzt nicht. Ey! Mach mal unser Generator nicht kaputt! Jetzt kommen sie wieder alle. Ganz ruhig, meine Leute. Hoch, so viele Fans. Kein Spaß. Jawohl, jetzt müssen wir wieder das Pyramidenschiff betreten. Sei besser als deine Gegner und überlebe. Der Sieg ist eine Sache des Willens. Mach ich das schön, ich schaff das nicht. Easy. Raffe dich auf und schieße auf die Schalter. Welche Schalter? So, erstmal einen Kampfbanner hier rauflegen. Nein, da ist jemand gestorben. So, ach, hier auf die Schalter. Open the door. Da hinten ist der Bus. Hallo. Bam! 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 Friss das! Jawohl! Eis! Zum Lecken! Aber auch zum Gefrieren! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, nicht übertreiben! Ich mache hier taktisch! Hey, ich bin so ein Camper! Ja, so mache ich das am besten. Au, 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 au. Mann, oh. Wieso bin ich jetzt so schlecht? Mann, jetzt auf einmal alles so schwer. Ja, jetzt kommt halt nur noch der schwere Part. Digga, chill doch mal. Wow, wow, wow. Geil, Granate verfehlt. Da ist er down. Jawollo. So. Kommen wir zu unserer Truhe? Ja. Kommt manchmal einfach auch noch so eine Bonusrunde. Mühelos. Mir fehlen die Worte. Digga, wie er redet. Einfach mühelos. Mir fehlen die Worte. Ja, ich werde den Granatenwerfer übrigens nicht spielen, weil die Granaten absolut scheiße sind. Weil sie fliegen ganz merkwürdig. Ich glaube, ich kann das sogar ändern. Oder? Ich das jetzt hier wähle. Weil, und wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf den Boden werfe. Okay, das ist viel besser. Ja, das ist besser. Okay, ich behalte ihn doch. Behalte den Granatenwerfer. So, das war... Oh, was habe ich jetzt hier bekommen? Jungfmomente. Aber was bekommen denn hier alles für Sachen? Ja, das war das neue Event oder die neue Aktivität. Into the Light.
Ihr kriegt dir übrigens alle Waffen da. Und die Einführungsquest. Und in der nächsten Folge werden wir dann das Wispern des Monds. Digga, ich kann heute nicht reden. Das Wispern des Wurms werden wir heute. Digga! Wir werden morgen. Wie? Das wird rausgeschnitten. Wir werden in der nächsten Folge das Wissen des Wurms freischalten. Ja. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.